Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einem weiteren TCG-Spezial. Und ich habe mich heute mal für Gate Ruler entschieden. Das ist ein Sammelkartenspiel, welches jetzt in Deutschland seit... Moment, ich guck mal noch mal kurz auf die offizielle Seite. Seit 30. April 2021 gibt es das. Und ja, ich fand es sehr interessant. Neue TCGs, neue Sammelkartenspiele, die begeistern mich ja sowieso immer. Da bin ich immer Feuer und Flamme für, ganz besonders, wenn die Kartendesigns halt stimmig sind. Und ja, ich habe mir auch noch einen einzelnen Booster mit dazu bestellt. Der kommt in meine Boostersammlung, den werde ich nicht öffnen. Wollte ich euch in diesem Video aber mal mit zeigen. Ist aus dem allerersten Set Dawn of the Multiverse Alliance. Die Karten gibt es leider nur auf Englisch und glaube auch auf Japanisch, da wo das Kartenspiel eben ursprünglich auch herkommt. Made in Singapur. Ja, Booster Set Volume 1 seht ihr hier schon. Wie viele Karten sind hier drin? 10 steht hier oben auch drauf. Und auf der Rückseite haben wir hier auch die Seltenheitsangabe in Form von diesen Sternen. Ja, Stufe 1 63 Karten, Stufe 2 24 Karten, Stufe 3 17 Karten, Stufe 4 17 Karten. Dann gibt es 4 Sterne mit einem L, 6 Karten. Dann steht hier Ruler, da musste ich sofort an Force of Will denken, weil die Herrscherkarten heißen im Englischen auch Ruler. Sind 6 Karten enthalten. Und Secret Rare, da steht ein Fragezeichen. Ja, ansonsten halt das übliche Kleingedruckte. Das, also hier steht auch auf Englisch nochmal, das Spiel kann nicht mit einem einzelnen Booster Pack gespielt werden, sondern was braucht man hier? Ja, hier steht jetzt nicht, wie viele Karten man für ein Deck braucht. Achso, das Set, also das erste Set hier enthält 136 Karten plus Fragezeichen Total Different Cards. Ich denke mal, das sind dann die Secret Rares. Ja, also das Booster Artwork finde ich ist okay, ist jetzt nichts Überragendes, aber ich habe auch schon deutlich schlechtere gesehen. Ne? So, und ich habe mir noch ein Starterdeck dazu geholt, und zwar Giant Max and Yokai in Space. Zum Zeitpunkt der Aufnahme des Videos gab es ein Display mit diesen Boostern und 2 Starterdecks. Ich habe mich für das hier entschieden, weil ich das optisch schöner fand. Ja, ich zeige euch auch wie immer hier nochmal die Rückseite. Deckkomplexität für Anfänger und ja, für Kartenveteranen. Es enthält 17 verschiedene Karten. Im Total sind hier, ja, ich sehe es jetzt nicht, wie viele Karten hier insgesamt drin sind, oder ich bin gerade ein bisschen blind. Aber was ich jetzt hier schon wieder sehe, es sind Klebestreifen dran und ich habe mir schon wieder keine Schere besorgt, um das Ding hier vorsichtig aufzumachen. Ach, das passiert mir aber auch immer wieder. So, eine Schere am Start. Dann werden wir hier die Klebestreifen jetzt mal vorsichtig entfernen. Ist gar nicht so einfach. Wie gesagt, die Packung möchte ich ja auch immer aufheben. Deswegen möchte ich hier nichts beschädigen. So. Alles klar. Dann kann es jetzt losgehen. Wir öffnen jetzt den Starter von Gate Ruler. So, Packung ist leer. Einmal beiseite damit. Dann haben wir jetzt hier die Spielmatte und die Anleitung. Meine Güte, ist das widerspenstig hier. So, ist recht übersichtlich. Das kriege ich sogar auf die Kamera rauf. Ja. Wer möchte, kann sich das ja hier mal im Pausenmodus alles durchlesen.
Das Ziel des Spiels. Es gibt zwei Wege zum Ziel. Ja. Ich weiß jetzt nicht genau, was damit gemeint ist. Place a number of cards in your opponent's damage zone equal. Okay, also wenn man genügend Schaden gemacht hat, um die Leben seines Gegners auf 0 zu reduzieren oder darunter, dann hat man gewonnen. Oder mein Gegner kann keine Karten mehr ziehen, beziehungsweise hat 0 Karten in seinem Deck, dann habe ich auch gewonnen. Alles klar. Ja, Startphase, Mainphase, Attackphase, Endphase, das kennt man ja soweit alles. Ich kann auch mal ein bisschen dichter rangehen hier, damit ihr das vielleicht auch im Detail alles mal so ein bisschen euch durchlesen könnt. Und dann gibt es hier ein Gate-System, das soll wohl auch, revolutionär möchte ich jetzt nicht sagen, aber das soll wohl halt gut sein. So, hier gibt es nochmal Regeln für die Deckkonstruktion und für das Gameplay. 40 Karten. Nee, Deck-Level-Cap 40. Das kombinierte totale Level von allen Karten muss 40 oder weniger betragen. Okay, die Karten haben also Levelangaben. Ja, sehr schön. Ja, ihr könnt, wie gesagt, wenn ihr das lesen wollt, macht einfach auf Pause und dann könnt ihr euch das hier in Ruhe mal angucken. Es gibt hier keine Spielunterlage drin. Da staune ich jetzt gerade, weil hier vorne hatten wir ja drauf Playmat und Rule Guide. Gut, alles klar. Vielleicht haben sie die... Ach nee, hier ist die Spielmatte. Ja, okay. Gucken wir mal. Wie sieht die denn aus? Wir können die ja beim Unboxing jetzt hier einfach mal so liegen lassen und auf uns wirken lassen. Achso, was haben wir denn hier eigentlich auf der Rückseite? Okay, hier haben wir nochmal die Spielmatte mit Erklärungen. Dann lassen wir die Seite hier mal liegen. So. Und ich fummel mal nebenbei die Kartenbox hier auf. Also... Hier sind zwei Decks enthalten, beziehungsweise zwei Kartenstapel. So. Mach mal hier einmal ein bisschen Platz, damit ich hier schalten und walten kann. Hier haben wir die Aufreißlasche. Ja, ich fange mit diesem Deck hier an, weil in dem anderen Kartenstapel befindet sich die Holo-Karte und ich möchte mir die Holo... für den Schluss aufheben. So, als allererstes mal wieder die Kartenrückseite. Ist leicht, ja, leicht geprägt, so wie auch bei den Force of Will Karten, wie man das da schon kennt. Die ist hier leicht beschädigt am Rand. Oder ist das... Naja, ist nicht richtig ausgestanzt hier. Naja. Und die Kartenrückseiten sind, zumindest auf den ersten Blick, bei allen Karten gleich. Ja, gut. Dann schauen wir mal. Wir haben hier Desperate Resistance. Dann Galactic Swordmaster Goldies. Oh. Ich hasse solche Wörter. Goldieser oder Goldieser? Ach, keine Ahnung. Den haben wir zweimal, dreimal, viermal. So, dann haben wir hier oben Unit, da steht 3. Dann ATK 6, HP 6, was ist das hier? STK 4. Hier unten, denke ich mal, haben wir die Setnummer 2020 GS01-10. Das wird Starterdeck sein, 2020 das Erscheinungsjahr.
gut, ja, Illustration, wer das gezeichnet hat. Und hier unten nochmal Gate Ruler. Ansonsten ist hier, doch hier oben steht noch Comic Relic Military Robotic. Und dann haben wir hier einen Kartentext. Und das war's dann auch schon. Dann haben wir hier Space Ninja Silverfang. Heady Headhunter Syndicate Recruiter. Das, also das hier sieht wirklich nach Yokai aus. Wie oft haben wir den denn hier? Auch viermal. Ich habe jetzt gar nicht gesehen, wo hier das Level der Karte steht. Weil wir haben ja im Rulebook zu stehen, dass die Karten Level, also die Gesamtanzahl der Level 40 nicht überschreiten darf. Oder die meinen damit hier oben dieses Unit. Milky Way Patrol haben wir zweimal. Dann Space Dullahan. Den haben wir dreimal. Emergency Fusion Now. Event steht hier oben. Also das ist keine Unit-Karte. Haben wir zweimal. Ah, ich finde die Artworks ja richtig klasse teilweise. Ne? Blaster Cannon. Die haben wir viermal. Yaunting. Auch eine sehr interessante, ja, Artwork-Karte. Dann haben wir das erste Deck hier schon durch. Dann lassen wir das mal einmal hier so liegen. Und jetzt kommen wir zum zweiten Kartenstapel. Und hier schaut uns schon die Holo-Karte entgegen. Ich habe gedacht, hier ist jetzt noch Folie dran gewesen. So, Yobuko of the Midnight Watch. Ja, und der Holo-Effekt, der ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Also die Schrift ist golden, die Ziffern auch. Und dann ist der Hintergrund so leicht holomäßig und die Figur selbst, ja, ihr seht das ja hier so, ne? Die Figur selbst ist non-holo, aber der Hintergrund glänzt so richtig schön. Eine tolle Sache, rein vom Holo-Effekt. Was haben wir hier? 1A Apprentice. Achso, sind die Rücken hier auch alle gleich oder haben wir hier noch irgendwelche außergewöhnlichen? Nö, die Kartenrücken sind tatsächlich alle gleich. Es gibt übrigens auch eine deutsche Seite zu dem Spiel. Die kann ich euch gerne mal im Video in der Infobox verlinken. Allerdings ist die Übersetzung der Seite sehr, sehr mies, muss ich sagen. Also ja, schaut sie euch einfach mal an. Ich hatte nämlich nach ein paar Infos über das Kartenspiel gesucht, aber habe da jetzt nicht wirklich was rausfinden können, weil die deutsche Übersetzung, die ist grausig. So, ja. 1A Apprentice, dann haben wir hier Skytrooper Typ 0 Surai. Das sind jetzt hier dann wahrscheinlich die Mech-Karten. Exo Armor Trooper Masurao 01. Haben wir viermal. Exo Armor Trooper Sakimori. Das sind auch richtig coole Artworks. Also vom Zeichenstil her gefällt mir das sehr gut. Joey of the Kamaitachi. Oder Kamaitachi. Ich weiß immer nicht, wie man so diese Begriffe ausspricht. Heartsuit Assault Team Jinrai.
Dann haben wir Combat Engineer Unit Inagi. Und wir haben nochmal Yobuko of the Midnight Watch, den wir hier schon als Holo haben. Den haben wir noch einmal. Dann Split Second Counter-Strike. Und Desperate Resistance, die wir hier in diesem Stapel auch schon hatten. Das sind dann die letzten beiden Karten. Ja, also mein Fazit, wie gesagt, die Regeln, das Spielprinzip kenne ich ja jetzt nicht so sonderlich, weil ich mich damit eher selten beschäftige. Ich sammle die Karten immer ganz gerne. Die Artworks finde ich gut. Das Kartendesign insgesamt auch. Das sind schöne große Bilder, das liebe ich sowieso immer, wenn die Karten so ein bisschen nach Full Art aussehen. Vom Zeichenstil her ist es okay. Es gibt Besseres, es gibt aber auch deutlich Schlechteres und ich sag mal, ich könnte mich hiermit arrangieren. Wenn es die Karten jetzt auf Deutsch geben würde, würde ich mir vielleicht auch mal ein Display kaufen, einfach um zu gucken, was man da so drin hat. Aber jetzt hier, wenn das auf Englisch bleibt und das bei uns nicht auf Deutsch erscheint, dann wird es bei diesem einen Pack wohl bleiben. Und ja, der Holo-Effekt der Karten ist, ich sag mal, ist Standard. Ja, hat man oft gesehen, ist jetzt nichts Besonderes, aber auch da gibt es deutlich Schlechteres, also von daher. Ja, also mir hat's gefallen. Wie gesagt, wenn das irgendwann mal auf Deutsch kommt, würde ich da mich auch nochmal verleiten lassen, mir ein Display zu kaufen und das dann hier mit euch gemeinsam zu öffnen. Aber ansonsten bleibt es erstmal bei diesem einen Pack. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr euch dafür interessiert, wie gesagt, schaut euch die Seite ruhig mal an. Die verlinke ich euch in die Infobox unten. Und ja, schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, ne? Ob das was für euch wäre, ob ihr das vielleicht sogar schon kennt oder gespielt habt. Und ja, dann bedanke ich mich bei euch wieder fürs Zuschauen und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao!